Auf dieser ehemals großen Obstplantage in der Provinz KwaZulu-Natal verdienen Sanele Sithole und ihre Dorfgemeinde kaum genug, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Ernte ist drastisch gesunken, nachdem ihnen das Land vor 11 Jahren von der Regierung überschrieben wurde. Insgesamt 237 Hektar. Davon werden derzeit allerdings weniger als 10 Hektar bearbeitet. Der Rest bleibt ungenutzt. This farm, long time ago, should be a big farm. Diese Farm war mal ein großer landwirtschaftlicher Betrieb. Aber jetzt wächst kaum noch was. Wir können nichts anpflanzen, weil uns die entsprechende Ausrüstung fehlt. Um das Erbe der Apartheid, die ungerechte Landverteilung, hinter sich zu lassen, hat die südafrikanische Regierung mehr als 4 Milliarden Euro für Landreformen ausgegeben. Weiße Farmer haben Geld als Entschädigung für ihr Land erhalten. Armen Schwarzen wurde es gegeben. Inzwischen befinden sich ca. 10% der Agrarflächen im Besitz von Schwarzen. Weitere 30% der landwirtschaftlichen Gebiete sollen noch umverteilt werden. Beatrice Opong und John Flanagan untersuchen die Folgen der Landumverteilung im Auftrag des Finanzministeriums. Sie sammeln Daten von Dutzenden Farmen und nahezu 600 Familien. Diese Farm ist ein typisches Beispiel. Durch die Landreform findet kein kommerzieller Anbau mehr statt. Stattdessen wird nur noch für den Eigenbedarf angebaut. Die Ernte ist um 79% eingebrochen. Die Zahl der beschäftigten Mitarbeiter auf den Farmen ist sogar noch stärker zurückgegangen. Hier in der Provinz KwaZulu-Natal sogar um 94%. Wie wir herausgefunden haben, reicht die Ernte nicht einmal aus, damit sich die Familien hier ernähren können. Gar nicht weit von Sanele Sitoles Land befindet sich die Manama Farm, eine große Obstplantage. Vor 8 Jahren wurde das Land an die schwarze Gemeinde hier übergeben. Darüber hinaus hat der Staat den neuen Eigentümern mehr als 1 Million Euro gegeben, damit sie alles kaufen können, was sie brauchen, um die Farm am Leben zu halten. Dennoch schlug das Projekt fehl. Das Land ist vorhanden, die Geräte und Maschinen auch. Große Plantagen wurden aber an Menschen übergeben, die keine Ahnung von Landwirtschaft haben. Vorher waren sie ganz einfache Landarbeiter. Sie wissen nicht, wie sie es bewirtschaften müssen. Und so hungern sie, obwohl der Boden fruchtbar ist und alles da ist. Am Ende des Tages verlassen sie einfach die Farm und der Hunger bleibt. Der Bericht des Finanzministeriums kommt zum Schluss, dass die neuen Bauern lernen müssen. Und sie brauchen darüber hinaus regelmäßige Unterstützung. Auch um an Kredite zu kommen, die sie sonst nicht erhalten würden. Diese Maßnahmen müssen schnell greifen, ansonsten drohen die Landreformen zu scheitern.